Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dozo mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Und wir haben da kurz mit dem Hirsch geplauscht und sind auf dem Weg, ein paar Banditen dingfest zu machen. Ich spiele gerade ein wenig mit der Kamera und weiß nicht, wie es euch am besten gefällt. Third Person, First Person. Ich sehe immer First Person spielen und irgendwie wird es dem Spiel nicht gerecht, ne? Wir haben da oben schon wieder einen Besucher, ja, seht ihr? Einen niedlichen Drachen, okay. Ich glaube, der fliegt dort bei unserem Ziel herum. Wie kommen wir jetzt darüber? Am besten hier. Hi Crab, Mr. Krabs. Gut so. Das ist wirklich da oben. Lassen wir die Spielchen. Oh, das geht schon wieder nicht. Wo ist denn mein Großvater? Jetzt bezahlt. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Das war gar nichts. Noch jemand, der den Tod sucht. Ein Zauberschild, Leute. Okay. Banditenraufbeut. Dietrich brauchen wir, Gold brauchen wir, Eisenrüstung und Schmarrn brauchen wir alles nicht. Da mal reingeschaut. Gold, Rüstung, Streitaxt. Ah. Wir haben genug Geld. Aber das seht ihr hier? Ich finde das so cool. Wo ist denn das Zeug jetzt? Hoppla, da. Ja, unser Großvater ist gut ausgerüstet, denn haben wir 3 Zauberstäbe gegeben, wenn nicht mehr. Und ja, damit ist er eigentlich gut gewappnet. Eine coole Rüstung hat er und dem kann eigentlich nicht viel passieren, den können wir da schon in den Krieg schicken. Aber jetzt möchte ich doch gern wissen, wie ich darauf komme. Wahrscheinlich der Straße entlang, es nützt ja nichts. Laufen wir zu. Ja, ihr merkt schon, ich sammle auch nichts mehr ein. Was auch recht komisch ist für mich, finde ich. Aber ich komme noch immer nicht drüber hinweg, wie cool das hier alles aussieht. Schätze mal, da kommen wir doch rauf, oder? Ja, das wird schon gehen. Gut. Ups. Na komm. Na Bärli, was ist denn das? Ach so. Was haben wir da? Ist alles wieder gut? Das ist schon ein Riesenvieh, ja? Können wir den beklauen? Nö, geht nicht. Unser Großvater ist aus. Mein Gott. Der hat sich wieder verlaufen. Egal. So, aber bald sollten wir es geschafft haben. Nämlich darauf, ja. Ja, Heiland.
Was ist denn das hier? Ja, entdecken wir das Ding mal schnell. Wir werden das anders probieren, ja. Da sind Geister auch. Was tut mir leid? Kann ich mit ihr reden? Ihr braucht. Ja. Ja. Ein versklavter Geist. Was ist denn los mit dir? Ja, ist ja klar. Sind wir uns total wieder verlaufen? Rammes Fasten. Du auch? Abenteurergeist. Ich glaub's ja nicht. Wie kommen wir jetzt darauf? Ich muss mal auf der Karte nachschauen. Ist ja mal klar. Töte den Banditenführer. Wir sind ja da. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen jetzt. Ist das schon alles? Ha. Ja. Wir hatten da jetzt mit dem Bogen geschossen, Leute. So, nochmal die Karte, ich glaub's ja nicht. So, und jetzt die Umgebungskarte. Wo ist denn das Zeug? Egal. Wir laufen da schnell einmal durch. Da ist ja noch wer. Was bist denn du? Der trainiert für den Stadtmarathon. Komm, gehen wir mal darauf, es nützt dir nichts. Vielleicht kommen wir wieder weiter. Ja, die Sucherei, die beginnt schon wieder. Das ist ja mal klar, gell? Wieso ist denn dann ein Durchgang und wir können da nicht durch? Das hat ja wieder einen vollen Sinn hier. Ja, dann. Komm her, du Drache. Das sind auch. Die sind cool. Wer bist denn du? Naja, egal. Wir schauen, dass wir weiterkommen darauf. Jetzt hoffe ich doch, wir kommen darauf. Weil sonst kann ich die ganzen zwei Folgen wieder schneiden. Ich glaub's ja nicht. Ja. Super. Fix, toll.
Ja, Schmarrn, wir gehen da runter. Wir haben das entdeckt und hauen uns da rund um den Berg herum. Das will ich nicht. Es tut mir leid, das will ich nicht. Ja, dann mach's einfach nicht, ja. So ein Blödsinn. Ja. Ich will das nicht tun. Wir laufen davon. Ich glaube, die müssen wir auch einmal befreien, ja? Ich habe keine Wahl. Ich weiß, du hast keine Wahl, ja? Das ist mir schon klar. Aber beschwichtigen können wir dich hoffentlich, ja? Es tut mir leid. Ja, bitte? Ihr braucht etwas? Okay, ja. Wir brauchen eigentlich nichts. Wir brauchen nur eine bessere Karte, damit wir dorthin finden, wo wir hinwollen. Jetzt wird es dann schon bald Zeit, finde ich, ja? Unser Großvater findet den Weg sicher nicht mehr. Das ist mir doch jetzt schon klar. Aber egal, wir machen da halt einen Ausflug. Ich muss auf die Karte schauen. Wo ich herumlaufe. Leute, schaut euch das an. Ja, na gut, es ist ja wurscht. Wahrscheinlich war das vorne das Zeug. Diese kleine Festung, ja. Dann machen wir das schnell jetzt mal. Komm. Mit Sicherheit war das durch die Festung schon. Da war jetzt ein Wolf, gell? Ja. Ja, wir können ja nicht unsere Brüder da töten, ne? Das geht doch nicht. So, jetzt muss ich was probieren wieder. Wie das mit dem Harmoniezeug rüberkommt da. Ja, kommt ja auch cool. Ja, hallo. Grüß Gott erstmal. Großvater kommt auch. Wie geht's? Wie steht's? Alles in Ordnung hier? Euch geht's gut? Ja, brav. Da auch. Ja. Okay. Cool. Die Jungs sind cool. Das passt schon. So. Also. Da vorne ist endlich die Festung, schätze ich mal. Die blöden Banditen. Wo habe ich mich da verfranst? Ja. Tiefes Wasser, total übersehen. Da. Hier um die Ecke und da rein. Leute, das sieht nicht gut aus. Banditen und Gesetzlose sind das allerletzte Gesindel. Die lauern ihren eigenen Landsleuten auf, um sich zu bereichern. Ja, das sieht so aus.
Schaut euch das an. Ne? Oh Mann, oh Mann. Ja, Leute, ich denke mal, hier werden wir kurz einmal Schluss machen, um zu sehen, wie es dann da weitergeht. Wir werden da rein in die Höhle gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso, Tosita und der Großvater. Bis zum nächsten Mal.